brother is a side to me, don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hero Zero. Ja, länger schon keine mehr gehabt, aber das ist ja in letzter Zeit normal bei mir. Sorry dafür, aber manchmal geht's einfach nicht. Ich habe euch erzählt, ist gerade wirklich wegen Arbeit und so, habe jetzt mein FSJ beendet und da gab's nicht allzu viel Zeit, um Videos aufzunehmen. Aber jetzt bin ich wieder am Start, Schlüpperstürmer, der Superheldenassistent hier auf Server 5. 55,5 Millionen habe ich jetzt angespart. Das reicht immer noch nicht, um die letzte Dingsheldentat hier zu machen. Schauen wir mal kurz. Also die nächste wäre 30 Millionen. Die nächste dann 35, 40, 45, 50, 75, 100, 105, 300, 500, 1 Milliarde. Keine Ahnung, was die höchste Kaufrausch-Heldentat ist. Das kann mir, glaube ich, auch keiner beantworten. Also ich hatte mal gefragt und da meinte jemand, ich glaube 150 Millionen oder so wäre die höchste. Und das wäre ja noch ewig hin, bis ich das schaffen würde. Trotzdem werde ich das jetzt nicht machen. Also ich werde meine Münzen jetzt bestimmt nicht ausgeben, wenn ich einmal so weit bin, weil die 50 Millionen anzusammeln hat mich schon Monate gedauert. Also das ist schon richtig krass. Vor allem, weil ich ja die Mission, also die Energieaufladungen durch Münzen bezahle, weil ich da nicht einsehe, Geld zu, also Donuts zu investieren, bezahle ich die mit Münzen und das sind ja dann auch am Tag, ich glaube, um die 500.000, die da weggehen, nur für den Energieaufladen. Und ich glaube, so viel mache ich nicht unbedingt rein. Nichtsdestotrotz möchte ich euch mal mein Inventar zeigen. Das ist mein Inventar. Ich habe gestern wieder ein bisschen Sondereinsätze gemacht und habe dabei wieder ein paar Items bekommen. Unter anderem habe ich die Überraschungsbox im Secondhand-Shop gefunden und die machen wir jetzt mal gemeinsam auf. Und da ist drin, ein Helm und eine Wasserbomben-Dingsbums. Ja, nicht so stark, aber wenigstens wieder so ein generischer Superheldenhelm des Glückstreffers. 187, mal gucken, ob der besser ist als mein jetziger. 179, 187. Oh, er ist schlechter. Ich glaube, den Helm habe ich sogar gestern bei den Sondereinsätzen gewonnen. Deswegen war es klar, dass der in der Überraschungsbox wahrscheinlich nicht besser sein wird als den, den ich gestern bekommen habe. So, was ich jetzt mal gern machen würde, wäre mal den Rechner rausholen und meine Dings vergleichen hier. So, ich habe meinen Rechner hier. Soll ich den ins Bild tun? Nee, oder? Soll ich den hier so in die Mitte? Ich tue den mal hier so in die Mitte. Genau, so. Nee, dann sehe ich das nicht. Dann tun wir den mal hier hin. So, da stört er nicht. So, schön, dass es passt. So. Jetzt rechnen wir mal die schönen Werte hier zusammen. Achso, müssen wir einfach hier 2954, 9867, 9326 und 9786. So, das merken wir uns jetzt mal. Oder ich schreibe es mir einfach mal auf einen Zettel. Kannst du natürlich dann auch in der Nachbearbeitung machen, aber das ist ja nicht wirklich Sinn der Sache, weil ich will ja gleich vergleichen. So, 31.924 sind meine derzeitigen Skillpunkte. Jetzt machen wir mal hier das andere Set rein. Hier habe ich es noch nicht komplett, aber das habe ich komplett. 1, 2, 3, 4, 5. Und das hier habe ich, glaube ich, auch komplett. Da können wir das hier reinnehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Also drei komplette Sets habe ich. Wir vergleichen jetzt erstmal das hier mit dem, was ich anhabe. Bin ich ja gespannt, ob das jetzt besser ist oder schlechter. So, auf jeden Fall mehr auf Conti ausgelegt, was ich jetzt nicht unbedingt favorisiere. Aber wir schauen mal. Man kann ja notfalls auch die Wäsche waschen. 9350 und 9263. Da sind wir bei 31.944. Wer gut aufgepasst hat, merkt, dass das 20 Punkte besser ist als mein nur vorzeitiges. Das ist sehr interessant, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt schauen wir noch hier dieses schöne Set an. Zack, zack, zack. Passt das eigentlich alles zusammen? Ja, krieg alle Boni. Und dann tun wir das jetzt mal hier noch vergleichen. Das ist auf jeden Fall von der Skillung viel besser. Aber ich sehe ein bisschen schwul drin aus. Aber da könnte ich mich mit einigen. Ist halt mein Superheld, ne? Ist ein bisschen schwul angetan. 31.930. Das liegt genau in der Mitte. Das heißt, mein blaues Set, was ich hier habe, ist am besten. Deswegen ziehe ich das jetzt gleich mal an. Das muss zwar noch gewaschen werden, das ist der Nachteil, aber wenn es am besten ist, nehmen wir das, habe ich gar kein Problem damit. Und die anderen zwei Sets wandern hier wieder in mein Bankfach.
da werden sie jetzt auch erstmal bleiben. Ich fand das Lila eh langsam mal ein bisschen langweilig, weil ich das wirklich schon sehr lange hatte. Ich habe ja, wie gesagt, erst vor ein oder zwei Folgen die anderen Sets komplett gemacht. Und ja, da finde ich schön, dass ich jetzt mal in Blau erscheinen darf. Wenn es sogar besser ist, warum nicht? Jetzt müssen wir nur die Conti noch ein bisschen wegkriegen. Hier, ist viel Conti, ist zwar auch Kraft, aber das kriegen wir hin. So, Conti weg, dafür Kraft. Das sieht gut aus. Jetzt noch ein bisschen anderes Conti weg hier. Da können wir auch noch ein bisschen in Krips reinpushen. Ja, auch Kraft. Naja, vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber ich würde jetzt gern von dem Conti noch ein bisschen auf Grips. Hier ist noch 346, die kriegt man noch weg. Und das auf Grips und dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden. Jo, so können wir es eigentlich lassen. Ja, ein bisschen viel Intu. Haben wir noch irgendwo, wo Intu viel ist? Intuition, hier ist noch viel Intuition. Waschen wir das halt nochmal. Ja, immer noch. Jetzt wieder viel Kondi. Ach Mensch. Mach doch mal das, was ich will. Das. Jetzt zwar wieder viel Kraft, aber ich glaube, so können wir es erstmal lassen. Das sieht ganz gut aus. Wir gucken gleich mal, wie es sich im Duell schlägt gegen Madin. Okay, Madin ist, glaube ich, keine Gefahr für mich. Easy going, würde ich sagen. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Let's Play erzählt hat. Wer gratis Donuts haben möchte, kann hier auf Donuts verdienen gehen. Dann kommt man hier auf die Partnerangebote. Das muss man nicht unbedingt machen, weil man da meistens private Daten eingeben muss. Und da denke ich mir, naja, muss es nicht unbedingt sein. Aber was man machen kann, ist hier auf Supersonic Ads klicken und hier Videos. Da gibt es immer mal Videos, die man einfach nur angucken muss, um Donuts zu erhalten. Also hier ein Donut, wenn man dieses Video sich anschaut. Hier drei Donuts, wenn man sich das Video anschaut. Und nochmal ein Donut. Und diese Videos kommen immer wieder. Also einfach immer mal vorbeigucken, wann es Videos gibt, da draufklicken, also jetzt hier auf Verdienen Sie, dann kommt das Video, das muss man sich angucken und wenn das zu Ende gelaufen ist, kann man das wieder schließen und man bekommt die Donuts gut geschrieben. Das finde ich eigentlich eine sehr nette Idee, um ein paar Donuts dazu zu verdienen. Damit bekommt man wöchentlich mindestens 10 Donuts, das heißt, man kann sich seine Booster finanzieren, selbst wenn man nur den 50% Fähigkeitsbooster hat, kann man sich das super finanzieren und muss kein Geld reinstecken. Ihr seht, ich habe 12 bis jetzt insgesamt verdient, ich bin da nicht so hinterher, immer die Videos anzuschauen, aber für die, die nicht mit Geld spielen, ist auf jeden Fall eine gute Idee, um sich hier ein paar Donuts dazu zu verdienen. Ansonsten will ich mal schauen, wie es hier so in der Rangliste vorangeht. Queen Matamba immer noch auf dem ersten Platz, Odyssey auf den zweiten abgeschlagen und Lord Lörich kommt langsam an Odyssey ran. Bei den Teams sind wir auf Platz 7 mit 2 Train, einer Energy und einer Mood Trophy und Freigeist ganz oben mit 2 Mood Trophies, einer Energy und 2 Train. Also auch nicht mehr so mit Train befüllt. Ja, die Trains sind zurzeit ziemlich ausgeglichen, überall 2 Trains zu finden. Krasse Scheiße. Nun gut, jetzt würde ich kurz nochmal auf Server 6 schalten. Wenn diese Mission hier beendet wurde. Ah, sieht schon schön aus, so mal eine Veränderung. Wenn er jetzt so im Blau erstrahlt, mein lieber Schlubberstürmer. So, Sound aus, gehen wir wieder auf die Mission und klicken mal auf Server 6. Da bin ich nackt vorzufinden, weil ich mich immer noch runterkämpfen lasse im Wochenturnier. Klappt zurzeit auch ganz gut. Ja, müssen wir mal schauen, ob das dann später immer noch so ist, also dann bis Sonntag und dann geht's ja wieder los. Dann versuche ich mich wieder nach oben zu kämpfen. Das können wir mal weghauen. Schau mal, zack, easy, easy going. Warum tue ich eigentlich mein Emi nicht reinnehmen? Mein Emi ist mittlerweile Stufe 11, hat die erste Fähigkeit Kopfnuss schon erreicht. Als nächstes kommt Stark wie 2, da wird meine Grundkraft um 10% erhöht. Jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche, aber egal. Und dann mit Stufe 30 von der Schippe springen, das worauf ich hinarbeite. Ja, schön. Ich verliere schön weiter Ehre. Und weiter. Und nochmal. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel zu erzählen. Wir hatten zwischenzeitlich 5 Train Trophies hier bei Helden der Dämmerung. Ein Glück hat mich Reitstrom letztens darauf aufmerksam gemacht, dass ich in meiner Heldenbeschreibung immer noch ein treuer Held von den Schlubbern war. Bin ich im Herzen immer noch, weil Schlubber wirklich das Projekt war, was ich versucht habe zu machen, aber es leider nicht geschafft habe, weil, ja, wenn ein Top-Team ruft, kann man, und man mit sich mit den Leuten versteht, sage ich mal, dann kann man da auch mal hingehen. Und jetzt bin ich halt ein treuer Held von der Helden der Dämmerung und freue mich auch sehr darüber. Ich bin nackt. Das hat den Grund,
weil ich fast schon gesagt habe, dass ich mich runterkämpfen lasse. Und ansonsten gibt es hier auch nicht wirklich viel zu erzählen. Booster mal schnell erneuern. Hier könnt ihr natürlich auch, ihr könnt auf jedem Server hier Donuts verdienen und dann Videos schauen. Das ist manchmal so, dass es auf einem Server andere Videos gibt als auf dem anderen. Heute ist es nicht so, hier gibt es genau die gleichen, aber ich hatte es heute Nacht, da hatte ich auf den einen 26 Videos, auf dem anderen 30 Videos. Und ja, kommt vielleicht auch darauf an, ob man die jetzt schon gemacht hat oder nicht. Also ist alles ein bisschen variabel. Schaut einfach immer mal vorbei und versucht euch so ein paar Donuts dazu zu verdienen. Ich ziehe mich das erstmal an, weil in 20 Minuten startet der Teamkampf und ich möchte hier nicht wieder der Buhmann sein, der hier nackt zum Teamkampf dasteht. Da ich in der Teamrangliste der Letzte bin, durch meine relativ niedrige Stufe, sehen natürlich immer gleich alle, wenn ich nackt im Teamkampf stehe, und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Es tut mir auch sehr leid, aber manchmal schaffe ich es einfach nicht, mich anzuziehen. Deswegen, ich habe immer plädiert, als ich noch Leader war von Legendary Whatever, wer nackt zum Teamkampf ist, ist ein Spast. Der soll rausgekickt werden aus dem Team. Aber jetzt, wo ich selber manchmal so bin, ist es halt ziemlich blöd. Ja, wir schauen auf die Rangliste. Die Helden, da ist ganz oben Lord Lörich am Start mit 36.000 Ehrepunkte Vorsprung. Richtig krass, der Typ. Gersti auf den zweiten Platz, also hier wird wirklich Helden der Dämmerung groß geschrieben. Wir schauen hier Helden der Dämmerung auf dem ersten Platz mit 1.000 Ehrepunkte Vorsprung und mit 3 Train Trophies und einer Energy Trophy. Steht nicht mehr ganz so gut um uns, aber wer kann schon 5 Train Trophies die ganze Zeit halten? Also niemand, aber es ist auf jeden Fall nice gewesen, dass wir 5 Train Trophies hatten. Wir hatten, glaube ich, sogar, als es Doppeltrain gab, hatten wir, glaube ich, die 5 Train Trophies. Also das war wirklich ein harter Tag. Habe ich nur Train gedrückt, da habe ich dann sogar noch durchgedonatet, damit ich die Train noch wegkriege. Das war nicht einfach. Aber sonst geht's mir gut. Ist alles super. Ich habe mir gedacht, jetzt zum Schluss. Habe ich hier eigentlich was im Bankfach, was ich irgendwie öffnen kann? Nö. Jetzt zum Schluss dieser Folge möchte ich mal wieder bei Server 7 und Server 8 vorbeigucken, denn da habe ich Nachrichten. Die Nachricht möchte ich nicht zeigen, aber, also das ist jetzt Server 7, für die, die sich wundern. Stufe 9, Heldenfriedhof ist mein Team, was ich hier einfach so am Anfang gegründet habe, einfach um meinen Held in einem Team zu stecken. 5 Wochen Turniere habe ich verpasst, also immer mal ein bisschen Minus-Ehre. Und ja, da wollte ich mal auf die Rangliste gucken, wie es da so aussieht. Natürlich immer wieder sinnlos Arbeit reinstecken. Ja, und das war es dann eigentlich auch. Also, Flauschfarm Inferno ist hier wirklich das Top-Team meiner Meinung nach, weil hier alle oben mitspielen, bei der Stufe wahrscheinlich auch. W2-0 noch ein bisschen, aber sonst Flauschfarm Inferno das Top-Team überhaupt. Schauen wir gleich mal, wie viel Train-Trophies sie haben. 2 Train Trophies, nur eine Mut und eine Energie. Wie gesagt, es ist halt immer schwierig, die Train Trophies zu behalten. Gibt es hier irgendein Team, was mehr Train Trophies hat? Maulwurfen hat 2. Eine. Nee. Also Flauschfarm Inferno ist da schon ordentlich dabei. Wird ja, glaube ich, immer noch von. Nein, Drama Beat leitet es jetzt. Aber Mina ist noch am Start, Narena ist noch am Start. Und ich muss jetzt mal ganz schnell hier den Sound ausschalten, denn das nervt. So, ansonsten, ja, nettes Team. Und auf jeden Fall verdient das Top-Team hier auf Server 7. Und jetzt würde ich nochmal kurz auf Server 8 schalten. Schauen, wie es da aussieht. 230 Fähigkeitspunkte kann ich noch verteilen. Yay. Hier bin ich auch bei die Schlüpper. Als einziger. Aha, okay. Also, wie gesagt, ich war hier schon ewig nicht mehr drauf. Ich habe jetzt bestimmt auch 30 extra Donuts bekommen oder so, weil ich mal wieder drauf war. So nicht hier. Auf dem ersten Platz von der Ehre her. Mit Unbreakable Desire, hier sieht es noch ein bisschen mehr gespalten aus von den Teams. Unbreakable Desire bei der Stufe, ordentlich weit oben, Heldenkiste auch. Freigeist nicht so, aber von dem Team her würde ich schätzen, dass Freigeist trotzdem oben mitspielt. Hier ist Freigeist, hat 2 Train Trophies und eine Energy Trophy, das ist auf jeden Fall stark. Ansonsten gibt es hier Teams, die viele Train Trophies haben. Unbreakable Desire, wie schon zu erwarten, 2 Train und 2 Energy. Und ansonsten, ja, das würde ich mal sagen, sind die 2 Top-Kandidaten hier auf Server 8. Reborn war ja hier am Anfang noch dabei. Die haben sich auf, glaube ich, umbenannt. Weiß ich aber nicht mehr, wie sie heißen. Ach doch, hier, Reborn. Aber ohne Trophy. Dr. Sheldon Cooper. Who knows? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Schurk ist geflohen, yay. Ich mache hier Arbeit rein. Und ja, was ich noch ankündigen wollte, also das war jetzt ein kleiner Serverüberblick über Server 5 bis 8. 5 und 6 spiele ich ja noch aktiv.
Und 7 und 8, wo ich einfach mal wieder reingeschaut habe, weil ich gerade mal dachte, ja, kann man ja mal wieder gucken, was da so abgeht, beziehungsweise was so die Top-Teams sind, wer so die Top-Spieler sind und so. Wenn ihr euch das öfter wünscht, dann sagt einfach mal Bescheid, schreibt es in die Kommentare und ich werde es auf jeden Fall öfters mal mit reinbringen. Was ich euch noch mitteilen wollte, ist, dass ich gern mal wieder die alten Zeiten reloaden würde und ein Schlubber-Mail machen würde. Das heißt, in meiner nächsten Folge würde ich gerne mal wieder ein Schlubber-Mail machen. Diese werde ich wahrscheinlich, wenn alles klappt, morgen aufnehmen. Das heißt, schreibt mir bitte gern private Nachrichten bei Server 5 oder bei Server 6 mit dem Betreff Schlubber-Mail. Am besten mit dem Betreff Schlubber-Mail, wenn einfach nur Hi oder so geschrieben wird, werde ich sie wahrscheinlich auch vorlesen. Kommt immer darauf an, wie viel Andrang ist. Ne? Wenn ich jetzt nur bis morgen 10 Nachrichten bekomme, dann ist das so, habe ich auch kein Problem damit. Aber dann lese ich halt alle vor. Wenn ich halt bis morgen rumgesponnen 50 Nachrichten bekommen würde, dann würde ich mir überlegen, ob ich vielleicht nicht nur die Schlubber-Mail-Nachrichten vorlese und nicht die, wo Betreff Hi und so steht. Ne? Also, wer eine Frage an mich hat, wer mir irgendwas mitteilen möchte, Kritik, Lob, irgendwas, wer das irgendwie nicht mag, bei YouTube das reinzuschreiben, dann schreibt mir einfach eine private Nachricht hier auf Server 5 oder Server 6 an Schlubberstürmer und dann werde ich die morgen oder vielleicht auch erst übermorgen in einem Let's Play vorlesen, beantworten. Und mich freuen über eure kreativen oder eure Fragen oder was auch immer ihr so von mir wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder hier ein Hero Zero Let's Play von mir zu sehen. Wer sich wundert, was mit Big Bang Empire ist, das werde ich in der nächsten Folge Big Bang Empire erzählen. Seid gespannt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schlubber Stürmer.